Hallo und willkommen zurück zu Kirby's Adventure! Beim letzten Mal sind wir den ganzen Orange Ocean durchgeschwommen und sind dann angekommen hier in Rainbow Resort, der letzten regulären Welt. Dann machen wir doch gleich mal weiter. Und es ist Nacht. Ein schöner Sternenhimmel ist das hier. Du gehst mal weg. Du auch. Schaffe ich dich? Ja, haha. Du gehst auch weg. Laser ist hier wirklich sehr wertvoll. Das ist eine Fähigkeit, die wirklich äußerst selten auf diese Weise genutzt wird, mit deren Reflektieren. Okay, ich nehme. Au, Feuer. Wenn du dich aufsaugen lässt, dankeschön. Da brauche ich ja wieder diese Energie dafür. Nur weil ich mich habe zweimal treffen lassen. Immer schön die Blöcke kaputt machen. Langsam und vorsichtig. Und vorsichtig kommt er. Ja, natürlich kommt er so an. Hinter mir. Nicht etwa vor mir. Ich könnte natürlich befreien, aber muss ich das? Ja, ich muss. Brauche ich Feuerball oder irgendeine andere Fähigkeit? Warum saugst du auch den Block auf und nicht den Feuerball? Weil ich möchte natürlich in die obere Tür rein. Ah, so geht's. Einfach mit Gewalt durch. Für den Schalter. Der dieses Minispiel freischaltet. Ah! Stein. Au. Der saugt halt einfach so auf. Oder nehmen wir einfach Freeze. Ach, genau, ich habe zur falschen Zeit Freeze losgelassen. Nein. Hey, ist da was? Hm, irgendwie gibt es hier kein Mond-Secret. Na gut, dann mal Ruf zur 2. Irgendwie war ich mal besser darin. Letzte Welt, da wird auch alles schwieriger. Selbst das Ziel wird schwieriger. So, dann spielen wir wieder Kran. Oh, der Große ist ganz schön. Ah, das war zu weit nach rechts. Der Kran ging aber ganz schön weit schnell. Nee, das reicht nicht. Okay. So. Das müsste besser passen. Aber auch knapp nach rechts. Ja, heb ihn hoch. Lass ihn nicht fallen. Gut. Immerhin 2 Leben. Yay. Dann auf zu Level 2. Oh, ich weiß da was. Ich kenne das Secret. Nämlich ist hier oben eine Geheimtür. Ach, ich hab Freeze, ja. Ich habe eben noch gedacht, dass ich Feuerball habe. Und wir sollten auf jeden Fall auch die jeweilige Fähigkeit mitnehmen.
glaube, die brauchen wir. Oder? Nicht? Doch. Ja, die Gegner sind hier. Was ist da? Und halt schwieriger. Ich bin gesprungen. Da halt nicht. So. Throw ist immer gut. Also unten ist quasi die leichte Variante. Oben ist die schwierige Variante. Muss mal jetzt endlich was zu sagen. Als ob ich das nicht bekomme. Gib mir. Da, ich wollte doch springen, verdammt. Ach, ernsthaft? Ich konnte doch meine Animation nicht fertigstellen. Well, als ob ich nicht getroffen worden bin jetzt. Ich bin doch gesprungen. Ach, komm schon. Geht aber weg. Ja, sicher. So. Backdrop. Backdrop funktioniert in späteren Spielen auch irgendwie anders. Ernsthaft? Ja, mach doch. Dann halt nicht. Die predikten. So. Ich habe noch nie so ernsthafte Probleme gehabt. Glaube ich. Und dafür gibt es einen Haufen Leben. Sogar mehr als wir verloren haben. Danke dafür. Aber gibt's auch hier ein Secret? Hm. Kein Schalter? Scheint nicht. Aber wir können trotzdem hier runterfallen. Wenn wir wollen. Aber das wollen wir nicht, weil da ist er tot. Ansonsten ist hier wirklich gar nichts. Anscheinend. Na gut. Heißt es wohl auf zum Ziel. Mit der Maxi-Tomate, die uns heilt. Sehr schön. So, was ist Level 3 für uns zu bieten? Oh. Jede Menge Schlaf. Aber ich will noch nicht schlafen. Und Schwert. Was war? An was bin ich gerade abgeprallt?
erstmal die Fähigkeit weg, um besser was einzusaugen können. Oh Gott, es ist hier schwer hochzuklettern irgendwie. Au. Hey, du magst dich mal, danke dafür. Hey, so, bin ich oben. Ui, wieder der Tierfuss wieder. Mitten auf Unverkeit, Lolli. Yay. Ich würde den einsaugen. Na, halt nicht. Ui, das war knapp. Oh. Das war auch viel zu knapp gerade. Gib mir den Schirm her. Gib mir den Schirm her. Dann gibt halt das Schwert. Und was war das gerade für ein Level? Das war ja gar nichts. Ist mir ernsthaft. Hier muss es einen Schalter geben, oder? Nein? Kein Schalter? Okay. Verdammt kurz Level. Hey, hey, hey. Her mit Ball. Yeah. Dann halt nicht. Oh, genau, der wäre gut gewesen. Ich will dabei halten. Dann halt nicht. Bleib ich doch bei Bumerang. Und ich bin gleich wieder tot. Ja, als ob ich die Fähigkeit einsauge und nicht das, was... Kein Gegner. So, bringt mir Ball hier irgendwas. Nein. So vielleicht. Endlich. Über das Feuerball. Auch hier auf dieser Geld, glaube ich. Und los. Aha. Ich brauche ein bisschen mehr. Wobei, da rutschen wir doch lieber durch. Gibt's hier einen Schalter? Das weiß ich gerade echt nicht. Nur drei, als ob. Mann, wir werden immer schlechter darin. Oh nein, hier gibt es keinen Schalter, aber glaube ich. Ich glaube, hier im 5 gibt es einen Schalter. Ach, Mann, ich wollte doch nur. Dann nehme ich halt. Bleiben wir einfach oben, okay? Haha. Nein, du bist einfach gleich kaputt. Wo bin ich denn? Ach, da. Ach, hier ist Wind. Hier ist kein Wind. Ja, toll. Ja, toll! Ach, jetzt sehe ich erst. Je nachdem, wie die Sterne hier angeordnet sind, geht der Wind nach oben oder nach unten. Hier geht er nach unten, weil der große Stern unten ist. Und hier links geht er nach oben, weil der große Stern oben ist.
das macht Sinn, glaube ich. Hier bleibt man einfach oben. Die ganze Zeit. Oh, Feuer. Feuerball. Das ist die schwierigste Kanone, glaube ich. Mehrere Versuche. Oh Gott, hier ist... Das ist einfach viel zu schwer. Wenn Kirby einfach mal das machen würde, was er machen soll. Und sich die von Kinder treffen lassen würde. Gott, das ist einfach viel zu schwer. Ich brauche was anderes. Vielleicht ja doch Feuerball. Oder Feuer? Wir haben ja alle Möglichkeiten da. Versuchen wir jetzt mal, ob Feuer von hier funktioniert. Renn doch, Kirby! Kann der Laser mal einfach abhauen? Die ganze Zeit auf Rennen, aber Kirby rennt einfach nicht. Ach, komm schon. Muss es eine andere Möglichkeit geben? Vielleicht doch Feuerball? Okay, wisst ihr was? Ich erspare euch mal das, meine ganzen Versuche und wir sehen uns, wenn ich das geschafft habe, okay? Okay, da bin ich wieder. Ich habe das dafür mal beendet, weil mir nämlich eine andere Lösung eingefallen ist. Es gibt nämlich noch eine vierte Variante, wie man eine Lunte anbrennen kann. Nicht nur mit Laser, Feuerball oder Feuer, sondern auch mit Crash funktioniert es. Allerdings ist das extrem riskant, weil wir natürlich gegen den Boss kämpfen müssen. Und da
dafür müssen wir natürlich... immer wieder unsere Fähigkeit... ablegen und wieder aufnehmen. Und auch hier ist das sehr riskant. Auch wegen... Feuer und der Feuerball. Ja. Deswegen nutze ich jetzt auch einfach mit der Rücksprungfunktion, weil ich einfach nicht den Bock habe, alles noch einmal zu machen. So. Jetzt dürfen wir das wohl auch nicht dort hinten verlieren. Ach, okay, gibt's nicht mehr. Gut, und zwar einfach so weit wie möglich, wie es geht, dass hier unten noch ein Blick ist. Dann in die Kugel rein. Und da gibt es dir 5 Leben. Ich habe eher einen Schalter erwartet, aber okay. Dann halt nur Leben. Brauchen wir zwar nicht hier, aber okay. Hehe. 61 Leben haben wir jetzt dafür. Gut. Dann noch dieses Level. Und das ist ein Throwback zu Kirby's Dream Land 1. Green Greens. Und das liebe ich einfach. Dass man das einfach hier eingebaut hat. Graue Gegner. Und ich sterbe bei Green Greens. Das schafft auch nur ich. Graue Gegner, aber ein pinker Kirby. Das ist so ein krasser Kontrast. Aber auch irgendwie cool. Ja, hier wäre eigentlich ein Baustein gewesen. Aber da geht es durch eine Tür. Und schon sind wir in der zweiten Welt. Castle Lololo. Wir gehen also quasi Kirby's Dream Land in Kurzversion durch. In diesem Level. Oh, guck mal. Noch ein Leben. Eins, das wir gerade verloren haben. Und noch eine Tomate. Was wir brauchen sollten. Und das ist, auf jeden Fall das Tropenlevel. Das Insellevel. Ich habe den Namen vergessen. Tropic Island oder sowas in der Art. Da springt er einfach. Ha. Kleine knackige Abschnitte für das ganze Kirby's Dream Land. Und hier die letzte Welt, nee, die vorletzte Welt, Bubbly Clouds, die Wolkenwelt. Hui. Ich hab mal Wege drin, aber halt nicht.
gut, dass wir rutschen können. Aber jetzt würde das viel zu lange dauern, hier dich durchzusaugen quasi. Hier nehme ich einfach mal Schwimmer mit. Aber nicht durch die Zieltür gehen, sondern hier ist endlich mal das Mond-Secret. Yay, wir schweben ganz langsam runter. Langsam und vorsichtig. Denn hier ist nämlich der Schalter, der den Warp aktiviert. Oh, ich muss noch ein Leben dazu. Dankeschön. Und eine Wachstumate. So, jetzt können wir hier durch. So. Aber ich würde sagen, den Bosskampf machen wir im nächsten Part, den wir gerade freigeschaltet haben. Denn ich weiß, was uns dort erwartet, und das wird wieder eine längere Geschichte werden. Von daher beende ich mal den Part jetzt, an der Stelle. Und im nächsten Part gibt es dann den Boss von Kirby's Adventure, den Endboss des gesamten Spiels. Bis dahin sage ich, bis dann und Aloha!